Hallo meine lieben Enten und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Zoo 2 Animal Park. Und ja, hier waren gerade schon Besucher ein bisschen sauer. Die haben so Daumen runter gemacht. Da meckert auch einer, der will Eis. So, wir haben gerade gesehen, Müll habe ich eingesammelt. Was kann ich gegen Müll tun? Finde Besucher nicht schnell genug einen Mülleimer, landet der Müll auf den Boden. Also müssen wir wahrscheinlich Mülleimer irgendwie platzieren. Und natürlich, was kann ich gegen den Müll tun? Halte den Müllpin gedrückt und fahre mit der Schaufel über den Müllhaufen. So, so. Was kann... Ein Müllmann kümmert sich ums Einsammeln und bringt dir Erfahrung. Also können wir auch einen Müllmann einstellen. Aber erstmal müssen wir hier den Müll selber einsammeln. So. Und jetzt hier kann man schon wieder mit den Tieren spielen. Schnell nochmal spielen. Das gibt ein paar Punkte, ne? Wisst ihr Bescheid. Das Essen kurz. So. Und hier auch einmal kurz essen nochmal. Zack, zack. Crazy Duck. Ansonsten sieht der Zoo doch ganz gut aus, würde ich sagen. Oh, hier liegt auch noch Müll. Ich vermute, wenn ich jetzt die zwei Geräte dort freischalte, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt noch mehr Müll dahin kommt. Ich hoffe, man kann hier schnell Mülleimer und so bauen. Ach, guck mal, da freut sich einer. Der macht Daumen hoch. Nee, nicht Sandweg. Ha. Okay. Ach so, man muss auf die Sprechblase. Ja, klar. Der will ein Klo. Ja, wollen wir mal gucken. Im Shop. Ja. Zack. Hier ist direkt schon ein Klo. Ja, ich weiß nicht, ob es da hin haben will. Ich stelle es jetzt da hin. So. Ich würde sagen, eins reicht. Und ich weiß nicht, wo kriegt man Wege? Hier. Ach du lieb. Bisschen. Man kann nur so Riesenwege machen. Ja, nee, das wollen wir nicht. Ja, wie sieht's denn aus? Gehen die denn einfach über die Wiese? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also. Nein, nein, nicht den. Gottes Willen. Hier. Also müssen wir das Klo am besten. Hallo. Oh Gott. Oh Gott, Moment. Müssen wir das Klo am besten. Ja, es gefällt mir da überhaupt nicht. Das muss woanders hin. Aber ich stelle es jetzt erstmal dahin, bevor der uns in die Blumen pischert. Pinkelt. Pieselt. Ne? Das wollen wir auf gar keinen Fall. So, hier, was ist hier? Gab es hier Geld? Extra Münzen. Schau dir jetzt ein Video an. Erhalte zusätzliche Münzen. Keine Videoangebote. Oh, das finde ich. Ey, das finde ich aber ganz toll. Hier kann man tatsächlich anklicken, dass man keine Videoangebote mehr anzeigen. Das finde ich gut. Weil ich möchte keine Videoangebote haben. Ne? Also, das habe ich in, ja, bei Seaport gucke ich manchmal rein. Aber eigentlich will ich nicht. Ne? Finde ich nicht so toll. So. Die freuen sich jetzt auch. Hier muss man schon wieder sauber machen. Die Hasen, die sind wohl ganz schön dreckig hier. Die machen alles dreckig. So, so, so. Das ist Level 4. Was haben wir eigentlich alles? Ich glaube, wir haben aber noch Kakteen. Ja, wo stelle ich denn... Ja, ich will jetzt nicht hier irgendwo einen Kaktus hinstellen, damit sich da direkt der Erste verletzt. Ups. Kann ich den da hinstellen? Tatsache. Joa, ich stelle jetzt einfach... Ich stelle die erstmal alle nebeneinander, weil... Ich... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wohin. Ich werde dann später wahrscheinlich ein bisschen umbauen. Vielleicht werde ich den... nach da noch stellen. So. Ne? Ja, kann man so stehen lassen. Ich denke, das ist ganz, ganz okay. So, was gibt's hier? Einkommen 3. Ach, guck mal, guck mal. Kauft der da was? Nein. Kauft der da was? Ich weiß es nicht. Hat der
Ja, der hat was gekauft. Einkommen 4. Jetzt habe ich es eingesammelt. Ah. Jeck. Das ist ja Jeck. Okay. Dieses Upgrade. Ah, kann man upgraden. Okay. Da, der will Eis. Ja, was wollen die alle? Eis. Hier. Ist auch schon Geld gekommen. Ja, prima. Kann losgehen, das Geschäft hier. Na, ich bin dabei. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich möchte. Was möchte ich? Habe ich alles? Habe ich alles, was ich holen kann? Nein! Ich kann Schweine holen. Für. Ja, Diamanten habe ich nicht. Schweine kann ich erstmal nicht holen. Gehege vielleicht? Ne, das sind da jetzt die Tiere. Ach, ich wollte da nicht Tiere. Gehege? Ah, genau. Ich kann jetzt Futtertröge. Sollen wir den hier in die Mitte stellen? Dann sieht man den besser. So. Zack. Ein Trog füttert die Tiere automatisch und gibt Bonus-Erfahrungspunkte. Da-da-da-da. Sehr gut, würde ich sagen. Ja. Ich fütter das jetzt. Ich gebe mal gutes Futter. Ich weiß noch nicht, ob das. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das dumm ist, wenn ich die ganze Zeit richtig gutes Futter hier einfach da immer rein tue. Oder ja, ob man es machen kann. Ne? Also ich habe noch gar keine Ahnung. Gib denen jetzt erstmal gutes Futter. Ich weiß auch nicht warum. So. Wo war das? Tiere? Nee, bei Tiere war es nicht. Ja, ich muss mich erstmal zurechtfinden. Ne? Hier. Zweiten Futtertrog, der andere ist für die Hasen. So. Und auch hier, nee, hier fütter ich jetzt das Gratisfutter. Das Gratisfutter kriegen die nur. Erstmal, ne? Also, kein Stress, Leute. Vielleicht kriegen die irgendwann mal besseres Futter. Man muss mal gucken. So. Gehege. Da kann man jetzt Blumen ins Gehege tun. Ich hoffe. Oh. Ah, Mist, Mensch, was mal hier. So. Ich hoffe, dass sie das nicht direkt wegfressen. So, ne? Ich werde jetzt das mal da rein tun. Na, hier packe ich auch mal eins rein. So. Das dritte. Packe ich auch den Hasen rein. Weil packe ich direkt daneben so. Tada! Was macht Gehegendekoration? Gehegendekoration ist besonders beliebt bei den Besuchern. Ah, also es ist eher was für die Besucher. Toll mit den Trögen und den Sommerblumen sehen unsere Gehege viel schöner aus. Ah, sehr gut. Ein Tausender direkt verdient hier. 1000 Euro. Einen ausgebrochen schönen kleinen Zoo haben sie. Wissen Sie, jetzt habe ich ein Watt V edler Herkunft auf meiner Grafschaft. Der Ärmste langweilt sich dort schrecklich. Vielleicht wäre dies etwas für ihn. Wenn Sie meine Kasimir, wenn Sie meinem Kasimir ein schönes Zuhause bieten würden, könnte er bei Ihnen einziehen. Ja, da sagen wir doch nicht nein, ne? Was will die denn? Ah, okay. Na ja gut, die will natürlich nur das Beste für den, ne? Gehegetypen, ja. Wir haben Lebensräume, deswegen. Genau, das hatten wir ja schon mit dem einen, mit dem Wiesen. Achte auf die Symbole im Shop und auf der Karte. Werden wir machen. So, ich würde sagen, wir machen noch einen Weg. Ich weiß nicht, wo der Weg war. Ist das bei Dekoration? Nee, wo war der Weg? Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Na gut. Dann machen wir halt erstmal das Gehege, ohne zu wissen, wohin. Ach,
Ach ja, so läuft das ja ab. Ja, wir haben es gekauft. Komm, wir kaufen noch eins. Und dann müssen wir ja wieder. So, da kaufen wir auch zwei. Hier kaufen wir drei. Und dann ist unser Geld eh weg. Fast. Und jetzt müssen wir hier oben rein. Ja, das ist ein bisschen kompliziert gemacht, finde ich. So. Und fertig. Ah, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Du kannst Diamanten verwenden, um Objekte sofort fertig zu kriegen. Ja, das machen wir aber nicht. Wir warten jetzt ruhig die 2 Minuten. Ach, du liebes bisschen. Ja, 2 Minuten. Kann man machen. 2 Minuten. Hier. Ah, da kriegen wir den Weg her. Einfach nochmal auf den Shop gehen. So. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Weg, würde ich sagen. Oh, ich habe da voll daneben gebaut. Hä, aber das geht. Na gut, machen wir erstmal hier den Weg. So. Ja, nee, zu viel Weg möchte ich auch nicht haben. Alles klar. So, ich würde sagen, das war's erstmal bis hier. Beim nächsten Mal gucken wir dann, dass hier der V reinkommt, dass wir die Aufgabe da fertig kriegen. Oder ist sie zeitlich begrenzt? Ich muss mal gucken. Ich glaube nicht. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch noch ein bisschen so spielen. Oh, der freut sich übers Klo oder was? Da, der Junge. Hat er sich übers Klo gefreut? Ich weiß es nicht genau. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Viel Spaß beim Spielen. Eure Ente. Ciao, ciao.